Ja, da sind wir wieder und so langsam geht es in Richtung Endspurt, hoffe ich zumindest. Beziehungsweise, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, Mensch, Mesche oder Meche, was machst du denn hier so? Okay, das ist der Plan. Ich benötige eine Verkleidung, um an Hector herankommen zu können. Und eine Waffe, damit wir, wenn ich da bin, eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben. Wenn du dich um diesen Teil kümmerst, finde ich heraus, wo er sich aufhält. Sein Casino liegt direkt über diesem Hauptquartier. Okay, wir treffen uns dort. Begibt sich freiwillig in Gefahr. Sie könnte uns äußerst dienlich dabei sein, diesem ganzen Übel ein Ende zu bereiten. Was mich betrifft, so ist sie der Ursprung allen Übels. Gehen wir doch mal hinterher her. Joa. Ich sehe jetzt zwar nichts. Wo geht's denn hier hin? Gib das her! Was habe ich denn da bekommen? Diese Fernbedienung steuert die Federung der Knochenschleuder. Das sieht ja nicht wirklich aus wie eine Fernbedienung, oder? Naja, gut. Lassen wir das mal so durchgehen. Ein komischer Würfel als Fernbedienung. Dann soll das wohl so sein. Ja, ich sag nur Leitern, Leitern, Leitern. Sieht so aus, als wären die unterbrochen, aber sind das nur die Streben. Hey, wen haben wir denn hier? Johnny Thunder lässt schließlich nicht jeden in seine Show. Nein. Ich meine, es ist eine Ehre, das Johnny Thunder Make-up tragen zu dürfen. Genau. Ein Privileg. Ja. Also habe ich zu ihr gesagt, sie geben mir sofort die 10% Rabatt oder ich mache meine Geschäfte ab jetzt woanders. Das hast du gesagt? Naja, ich war stocksauer. Und jetzt kommt das Beste. Was du nicht sagst. Johnny Thunder, meines Wissens nach Punkmusiker oder so? Aber? Showbusiness-Café. Wow. Und der Regisseur. Stecken wir ein, oder? Danke, nein. Der ist ein wenig zu heiß für meine Tasche. Okay. Was haben wir denn noch hier? Was ist das? Ah, noch eine Leiter. Und jetzt? Kaffee auf die Typen? Ja, ne? Warum hast du das gemacht? Hab ich nicht. Ich... Mein Make-up ist geschmolzen. So kann ich doch nicht auftreten. Ich habe dich aus der Gosse geholt. Und so dankst du es mir. Nein, nein, das verstehst du falsch. Aber total falsch. So, da wir die nicht einstecken können, was machen wir damit? Weg damit. Was denn Schickes hier? Hä? War das eine Eismaschine? Oder wie?
Die Schneekanone ist ja riesig, aber das Malwerk sieht handlich aus. Aha, es ist ein handbetriebenes Malwerk. Tja. Und nun? Gucken. Dann malen wir mal was. Klein. Schnipselig. Igitt. Nehmen wir. Ich denke, das wäre respektlos. Wieso? Ich wette, er würde sich freuen, wenn er wüsste, dass sein Körper unserer Sache gedient hat. So, jetzt muss ich mal ganz kurz speichern, weil jetzt muss ich mir was ansehen hier. So. Mal ganz kurz. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches mache. Was ist denn nehmen? Nehmen ist das hier außen, ne? Okay, weil ich will das Ding ja jetzt irgendwie nehmen. Würde ich zumindest sagen, weil wenn ich das jetzt anschalte und ich benutze den Scheiß, dann ist der Arm kaputt, oder? So. Kann ich das jetzt einstecken? Ja. Haben wir. Schön. Dann würde ich doch sagen, dann kommen wir ja eigentlich nach unten. Da. Hübsche Tür und Rinder. Hey Junge, heute ist dein Glückstag. Wusste ich. Wir haben eine Rolle frei und deshalb bist du der neue Thunderboy in der Johnny Thunder Revue. Oh, ich kann es kaum fassen. Auf diesen Moment habe ich mein Leben lang hingearbeitet. Dann setz dich. Wir müssen uns um dein Make-up kümmern. Geh nicht so weit weg. Man weiß hier nie genau, wann die Show anfängt. Na, sieht das nicht schick aus? Huh. Na ja. So, zeigen wir doch gleich erstmal Glottis, wie wir hier uns gestylt haben. Ich habe gesehen, wie Bausley hier langgerannt ist, aber wo steckt er nur? Tja, müssen wir jetzt mal rausfinden. Da ist ein Tunnel. Ob er da drin ist? Mal gucken. Vielleicht können wir den dunklen Tunnel weiß machen. Die Knochensplitter sprießen, wenn sie in die Pfütze gelangen und werden zu Schleierkraut? Okay, ich denke, ich könnte der Spur folgen, aber dafür brauche ich etwas Licht. Hey, was ist das? Das ist wohl das Versteck des Floristen. Nein, nicht das. Das Ding, das da auf uns zukommt. Die Situation muss ich jetzt erstmal überblicken. Was ist das? Also jetzt kommt ein Krokodil. Ich habe irgendwie das Fahrzeug hochgefahren, nachdem ich gesagt habe, ich benutze die Fernbedienung. Und was mache ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Wo ist denn?
ist Manny. Ich bin so ein bisschen überfragt, wie das denn hier steuerbar ist. Das hier kann ich sofort zurücksteuern. Okay. Sieht aus, als wäre es dort etwas sicherer. Wo dort? Wo bist du überhaupt? Ich kann den gar nicht steuern. Sieht aus, als wäre es dort etwas sicherer. Aber komme nicht dran. An was denn überhaupt? Ah, jetzt steht er auf. Was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich mit ihm über den Steg hier. Nicht gerade jetzt. Warte. Jetzt vielleicht. Komm, jetzt. Die Fernbedienung. Nein, die Fernbedienung, du Depp. Was ist denn das für eine Scheißsteuerung? Schon wieder. Nee. Also es ist zum Kotzen hier manchmal. Ich mag das gar nicht. Boah, jetzt habe ich ihn zumindest festgeklemmt, ne? Bist du das? Mach dich lieber vom Acker, Mann! Hören Sie, Bowsley, ich bin nicht gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hören Sie, Bowsley, ich bin gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hector, bist du das? Mach dich lieber vom Acker, Mann! Ich bin nicht Hector, sondern Manny Calavera. Ich bin nicht Hector, sondern Manny Calavera und ich bin gekommen, um Sie zu erspritzen. Mach dich lieber vom Acker, Mann! Ich mein's ernst. Mir geht es nicht besonders rosig. Ich brauche eine Waffe, um Hector kaltzustellen. Ich brauche eine Waffe, ich brauche Hector und wir sind im Geschäft. Ich mein's ernst. Mir geht es nicht besonders rosig. Hören Sie, ich brauche die Waffe wirklich. Also reden kann man mit dem ja nicht wirklich. Ich fühle, ich denke, ich sollte... Er wird sich jetzt einiges ändern. Ja, Mann. Komme nicht dran. Wenn willst du hier eigentlich zum Narren halten? Komm nicht dran an das da oben. Hey, liebe Pflanzen, ist das denn so falsch? Pflanzen sind wunderschön. Komme nicht dran. Vielleicht für euch symbolisieren Pflanzen nur den Tod. Pflanzen sind Leben. Ihr alle seid tot. Oh, die Tür klingelt. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast soeben die Büchse der Pandora geöffnet. Verschwinde hier, oder du kannst was erleben. Ich... Ja, dann gehen wir wieder rein. Oder nicht?
gucken. Hey da, Fremder. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche etwas, so um die 9 mm. Oh, da habe ich gerade einen ganz entzückenden Strauß. Bitte schön, soll ich etwas Schleierkraut dazu packen? Gern. Okay, hier, bitte schön. Der hat doch einen Knall. Einen wunderschönen Tag noch. Was war das denn? Die Türglocke und dann sagt er Fremder und dann passte das und dann war er wieder ganz Verkäufer und... Teil schon recht skurril, um mal das so... Ja, weiß ich nicht, zu benennen. So, wollen wir mal das Casino hier aussuchen. Müsste welche Richtung nehme ich denn? Ja, gehen wir mal Richtung Klo. Den kennen wir doch auch. Ja? Hey, was geht unter dem Regenmantel da vor sich? Ich weiß nicht. Was geht denn da unter dem Make-up vor sich? Agent Calavera? Du? Hat Salvador dich vorhin nicht zerlegt? Ja, und das hat mir diese Chance gegeben, unserer ruhmreichen Sache zu dienen, indem ich Mittel für das ZVS aufbringe und dabei gleichzeitig unseren Erzfeind schädige. Was genau machst du denn mit den Spielautomaten? Ich schiebe mich hinein, wie einen Finger in Hector Lemons Kehle und lasse den Automaten das Geld, das er verschlungen hat, wieder erbrechen. Kannst du jede Maschine knacken? Keiner dieser unheiligen Tempel ist vor dem ZVS sicher. Mira! Kannst du jede Maschine knacken? Okay. Keiner dieser unheiligen Tempel ist vor dem ZVS sicher. Mira! Also das wiederholt sich jetzt. Mal gucken. Quatsch mal mit denen hier. Buenos dias. Verschwinde, Schleimbolzen, oder mein Ehemann bricht dir den Kieferknochen. Hola. Keine Drinks für mich, danke. Meche, ich bin's. Manny? Was ist denn das für ein Kostüm? Hier, hilf mir, diesen Superzocker in das Bettlaken zu wickeln, damit wir hier verschwinden können. Hey, sind Sie das, junge Lady? Dich krieg ich. Neuer Sonderbefehl von das Salvador. Das ist nicht komisch. Junge Lady. Hilfe! Knack diesen Automaten und lass das Geld liegen. Los! Jawohl, Sir! Hey! So geht das also, die Bank sprengen. Junge Lady. Verdammt nochmal. Ich habe es geschafft. Mein System funktioniert. Ich wusste es. Habe ich dir nicht gesagt? Das ist ja großartig. Dann lass uns jetzt gehen, damit du mir im Romano einen Drink spendieren kannst. Ich treffe dich mit den Tickets am Bahnhof. Für mich wird es keins geben. Du musst also allein zurück. Ich werde dem Torwächter alles erzählen. Er muss uns einfach helfen. Komm, mein Schatz. Ich habe da noch ein unfehlbares System, das ich dir gerne zeigen möchte. Gott, sieht das schlecht aus.
etwas eng an den Schultern. Riecht aber wenigstens nicht nach Schlittenhund. Tja. Jetzt siehst du schon wieder ganz anders aus, Manny. Und was machen wir denn jetzt? Quasseln wir doch mal. Mit den beiden haben wir das gemacht. Reden wir nochmal mit dem. Mal gucken, was da passiert. Ich habe einen Termin mit Hector Lemont. Ich habe eben angerufen. Er erwartet mich. Du kennst also Hector Lemont, hm? Okidoki. Dann beantworte mir mal eine ganz einfache Frage. Okay. Wie alt war Hector Lemont, als er seinen ersten Dollar geklaut hat? 1, 2, 3, 4, 3, 27. 27? Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Okay, schieß los, mein Freund. Okay, wenn du eine Katze wärst, wie oft würdest du dann in Hector Lemonts Magen passen? Einmal? Eins. Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Ich glaube, die wollen mich hier verarschen. Okay, schieß los, mein Freund. Okay, wenn Hector Lemont von Punkt A mit 100 km/h nach Hause fährt, wie hoch ist dann die Zahl, an die ich gerade denke? 30? Da oben 39 gibt's? Oder muss ich sagen 39 zusammen? Gott, bis ich hier beim Durchblättern mit dem Controller bei 39 bin, da bin ich auch 39 Tage älter hier. Ne, dann nehmen wir 30. 92, 30. 30? Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Okay, schieß los, mein Freund. Okay, wie viele Limousinen stehen in Hector Lemonts Garage? Boah, ey, wo ist denn jetzt der Gag? Sind das jetzt 30 oder... Also langsam weiß ich es hier nicht, was ich hier tun soll. Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Okay, schieß los, mein Freund. Okay, welche spezifische Dichte hat Hector Lemont in Tausender Einheiten? Sind die bescheuert? Nein. Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Okay, schieß los, mein Freund. Okay, wenn Hector Lemont eine Katze wäre, okay, wie viele Leben hätte er dann? Aber vorhin war es mit Katze und Essen, ne? Eine Katze hat 9 Leben. 7 Leben wie eine Katze? 9? Ich weiß es doch nicht. 9? Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Okay, schieß los, mein Freund. Okay, wie viele Tage nach einem Zahnarztbesuch verwendet Hector Lemont die ihm empfohlene Zahnseide, bevor er damit wieder aufhört? 1. Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector Lemont nicht mal halb so gut wie ich. Okay, das Spielchen kann man jetzt ewig lang treiben. Ich denke, ich werde hier jetzt eine kleine Pause in dem Filmchen machen und dann hänge ich die Lösung irgendwie hier dran oder so. Mal gucken.